Was geht ab, Leute? Wunderschönen guten Tag. Kleines Infovideo, und zwar bräuchte ich mal eure Hilfe, eure Meinung, eure Ideen, sage ich einfach mal. Und zwar, ich kann das ja mal eben kurz hier öffnen. So. Sieht wie folgt mein YouTube-Plan so aus, dass The Hunter, Alice Animals, Mining, Forst, Subnautica auf meinen Kanal kommen. Und Norsgas. Ich weiß einfach nicht, was ich spielen soll, um ehrlich zu sein. Ich habe euch ja noch das das Darksiders angeboten. Das kam auch nicht so gut bei euch an. Ich glaube, das interessiert euch nicht. Dungeons 3 interessiert euch auch nicht, so wie das aussieht, laut den Klickszahlen. Deswegen einfach mal eure Meinung. Ein Spiel, was cool ist. Jetzt kommt aber nicht mit ETS oder so. Ich wollte das nur noch mal eben kurz erwähnen. Ich bin kein reiner Simulatorenkanal. Nie gewesen, noch nie mein Ziel gewesen. LS wird natürlich immer bleiben. ETS wird auch mal hier und da wieder kommen. Das ist klar. Also, das ist nicht abgeschrieben, dieses Thema. Aber ich spiele auch halt ganz gerne auch mal Shooter-Games oder Strategie-Games oder alles Mögliche. Also ich bin ein Gamer, der oder ein Let's Player, der gerne alles spielt und Let's Playt und so. Und deswegen wollte ich einfach mal eure Kommentare hören, ob ihr vielleicht coole Spiele kennt, ob es ein cooles Shooter ist, was auch immer. Es kommt ja jetzt bald, kommt noch auf den Kanal. Das kommt aber erst einen Monat, das Game, raus. State of Decay 2 und sowas. Also ich hätte da, ich habe keine Ideen, um ehrlich zu sein, und wollte euch ganz gerne fragen, was ihr gerne sehen wollt, weil manchmal gibt es Leute unter euch, die voll die geilen Spieletitel haben, was ich gar nicht so auf dem Schirm habe, aber was vielleicht doch ganz lustig wird und was ihr vielleicht sehen wollt. Ich meine, bis der Fire Simulator rauskommt und so weiter und so fort, vergehen noch ein paar Monate, da ist immer noch kein Termin bekannt. Und die Zeit zu überbrücken, das wäre ganz nice, wenn ihr mir da einfach mal helfen würdet. Also Darksiders und Dungeons kommt nicht mehr, das Projekt ist eingestellt. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal eben mit sagen. Tut mir leid, das ist halt einfach, ich bin ehrlich, die Zeit zu kostbar für, ne? Wenn ich jetzt sage zu meiner Frau, nee, ich komme heute mal nicht mit dir eine Folge XY gucken, weil ich wollte noch ganz gern ein paar Folgen aufnehmen, und dann kriege ich auf Dungeons 20 Klicks. Das ist, da kann ich, ne, also ich meine es nicht böse, es tut mir auch leid für die Leute, für die 20 Leute, die es vielleicht gerne geschaut haben oder gerne gucken, aber da kann ich dann doch lieber eher was mit meiner Frau machen. Das soll nichts Böses sein oder so, ich bin nur ehrlich, ne, das will ich immer beibehalten, und darum würde ich das dann doch ganz gerne einstellen. Aber wenn ihr coole Spiels, Tricks, coole Spiele kennt, würde ich mich gerne freuen, wenn ihr die in die Kommentare ballert. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen. Ich meine, das Gartenprojekt, das bleibt ja noch, davon habe ich noch ein paar Folgen auf der Platte. Das kommt ja alles, aber vielleicht habt ihr da noch etwas, was vielleicht zum Schauen für euch sehr interessant wäre. So ein Shooter wie Destiny würde ich auch ganz gerne wieder spielen. Aber halt mit Kampagne oder Story oder sowas, aber ich finde einfach nichts Gutes, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, das interessiert mich vielleicht doch, vielleicht wisst ihr da was. Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, und in dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, schaut die nächsten Folgen, Forst ist wieder da, alles ist wieder am Schlüssel. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen, meine lieben Freunde, schreibt in die Kommentare, und in dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, haut rein.